Ahoi Kapitän und willkommen zu einer neuen Runde Let's Play World of Warships. Heute in der Vajak, dem russischen Kreuzer auf Tier 3, in zwei Gefechten. Hier ist die Vajak, ja, mit ihrer Premium-Tarnung würde sie auch im Wald nicht verloren gehen. Wer sich angucken will, wie ich sie ausgestattet habe, da geht ja noch nicht viel. Einfach Pause-Taste, gleiches gilt für den Kapitän. Das ist ein Sechser drauf, das ist der, der mitgeliefert wurde. Denn plötzlich war die Vajak in meinem Hafen und habe ich gedacht, okay, dann spiele ich sie mal. Das hier ist auch das erste Gefecht mit der Vajak. Und auf der Karte Neuer Morgen im Herrschaftsmodus geht es gegen Dreier und Vierer. Das ist ein reines Dreier-Vierer-Match. Auf jeder Seite ein Flugzeugträger, dann jede Menge Schlachtschiffe, drei Zerstörer und drei Kreuzer. Tja, ich bin gespannt, was die Vajak so kann. Sie sieht ja so ein bisschen aus wie, ja, eine Mischung zwischen den verschiedensten Schiffen, die da schon auf dem Tier unterwegs sind. Also ich finde sie ganz nett, so vom Optischen her. Wie gesagt, die Tarnung ist eher so ein bisschen waldmäßig angelegt, aber oh gut, ist halt auch was anderes. So, und jetzt wollen wir doch mal schauen, dass wir hier in einem Dreier-Vierer-Match unsere Isokase beistehen. Es ist ja, also ein bisschen das Problem, dass man mit einem Kreuzer auf Tier 3 hat. Anti-Air ist eher nicht vorhanden. Und ja, wenn es dann gegen Flugzeugträger geht, bist du halt relativ wehrlos. Gutes Manövrieren kann einem da schon helfen, aber ansonsten, tja, kannst dich halt wirklich nicht wehren. Wollen wir hoffen, dass unser Flugzeugträger uns hilft, sollten wir aufgeschaltet werden, denn was wir jetzt hier machen, ist natürlich auch so ein bisschen gefährlich. Also zum einen hat es den Vorteil, wenn jetzt auf der anderen Seite auch ein Zerstörer aufgeht, können wir dem gleich einen einschenken. Zum anderen hat es den Nachteil, wahrscheinlich sind wir dann zu sehen und der Flugzeugträger denkt sich, oh Gott, das war schön. Ein Ziel, das relativ nah dran ist, fliege ich den mal an. Und wenn wir Pech haben, dann ist auch die gegnerische Flotte so ein bisschen mehr hier in Richtung B unterwegs, aber das ist alles hoffen, beten, bangen. Also wir wollen unsere Isokase schützen. Das ist unser Job als Kreuzer. Und das werden wir jetzt eben auch dann tun. Ja, der Flugzeugträger scheint sich so ein bisschen mehr auf C zu konzentrieren, so wie es aussieht. Aber in B wird auch schon gekappt. Na, dann wollen wir doch mal schauen. Ah, okay. Gegnerische Isokase. Wollen wir mal gucken, ob das jetzt so einigermaßen hinkommt mit der Vorhalte. Ist jetzt die erste Salve. Oh, der dreht aber auch komplett ein. Ja, erinnert tatsächlich so ein bisschen an die Bugertür. Oder an die St. Louis. Ja, das war ja nun auch noch nicht. So, mein Lieber, mal gucken. Ja, da kommt fast hin. Ja, gut, okay. Bisschen weiter vorhalten und... Jo, noch ein Brand, noch mal ein Ausfall. So, Isokase. Ah, jetzt hat er abgebremst, aber na gut, Motor ist hinüber. Dann sollten wir ihn doch eigentlich jetzt auch kriegen. Ah, okay, hat unsere Isokase rausgeschossen. Sehr gut. Dann haben wir jetzt hier schon mal einen relativ guten Job gemacht. Haben wir zwar nur 3-8 abgenommen, aber immerhin 3-8. So. Nun ist die Frage, wo fahren wir hin? Wir können ja hier einfach mal ein kleines Stückchen nach vorne fahren. Oh, auf der Minimap, da geht die Bogertür auf. Jetzt ist natürlich... So, jetzt einen Kreis fahren und wieder zurückfahren, das würde zu lange dauern. Also heißt das jetzt etwas tun, was ich eigentlich ja sonst gar nicht so wirklich mag. Rückwärts fahren. Aber sonst kommen wir an diese Bogertür nicht ran. Wir haben ja mit 10,7 Kilometer hier auch, tja, wie soll ich sagen, also... einen relativ überschaubaren Verborgenheitswert. Aber wir können ja auch gerade mal so 11 Kilometer schießen. Also insofern, der muss schon noch ein bisschen näher kommen. Aber die Bogertür scheint dasselbe zu machen, was wir hier auch machen. Rückwärts fahren. So, und jetzt frage ich mich, was macht unsere Isokase da? Der fährt tatsächlich jetzt da auf die Bogertür zu. Oh mein Lieber, das kann aber ganz, ganz böse enden. Ja, aber wir, also... Okay, ich hätte jetzt auch gedacht, die Bogertür fährt dann vielleicht nochmal wieder vor. Weil wenn ich
von einem Zerstörer angefahren wäre, würde ich dafür sorgen, dass ich mich gut bewegen kann. Und das heißt vorwärts fahren. Und nicht rückwärts. Aber gut, er sieht das offensichtlich anders. Tja, und jetzt sind wir hier so ein bisschen, auf verlorenem Posten. Also, hier können wir nicht viel helfen, hier können wir nicht viel tun. Tja, und unsere Isokase hat da auch schon ordentlich eingeschenkt bekommen. Wen wundert's? Gut, wir werden uns jetzt aber mal hier mal ein bisschen mehr in Richtung A orientieren, weil da auch eine ganze Menge Schiffe von uns sind. Und können da tatsächlich dann versuchen, ein gewisses Übergewicht herzustellen. Mal schauen. Wenn wir mal diese G101... Oh, da hat es unsere Friant gerade zerrissen. Ja, also wir werden mal sehen, dass wir hier ein bisschen näher rankommen. Müssen natürlich auf der Minimap immer im Auge haben, wem wir jetzt hier Breitseite zeigen. Denn als Dreierkreuzer einem Vierer-Schlachtschiff Breitseite zeigen, das kann ganz schnell zu Ende sein. Das kann eine Salve bedeuten und dann hat sich das Thema erledigt. So, deswegen habe ich meine 6 Punkte bei dem Kapitänskill ja auch unter anderem dafür verwandt, um zu sehen, wann ich aufgeschaltet bin und von wie vielen. Denn dann weiß ich, ich muss mich bewegen. Und jetzt wollen wir mal gucken. Die G101. Oh, der scheint sich nicht mehr bewegen zu können. So ganz leicht rutscht er vielleicht nach vorne noch. Wollen wir sehen. Ui, da hat er auch ordentlich eingefangen. So, wenn wir noch weiter drauf absetzen. Na komm. Sag mal, ja, ein Treffer, 6,93 und 503 lassen wir stehen. Ja gut. So, jetzt kommt auch wieder in Gang, also ein bisschen vorhalten. Oh, jetzt hat es gerade geklingelt. Eine Shenyang raus, eine Phoenix raus. Und plötzlich sind wir doch deutlich hinten. 3 Schiffe verloren, die anderen S1. So. Wir halten aber immer noch B, die anderen übernehmen jetzt gerade C. Tja, und haben hier A. Müssen wir mal gucken, wo sich hier was wie sortiert. Also wenn diese G101 hier nochmal aufgeht, dann will ich den und muss ich den natürlich rausnehmen. So, jetzt hat unsere Phoenix die Miyogi rausgenommen, das ist gut. Dann sind wir schon nicht mehr ganz so weit hin. So, die Orion hat sich da hinten positioniert. Ja, noch kommen wir nicht ran, aber gleich. Jo, jetzt haben wir sie im Visier. Und mal schauen. Die ganze Zeit entdeckt. Also muss die G101 hier irgendwo sein. Weil es konnte uns keiner aufmachen. So nah waren wir an den anderen noch nicht dran. Oh. Aber solange wir nichts sehen, können wir nichts beschießen. Also beschießen wir die Orion weiter. Mal gucken, ob wir der nicht einen kleinen Brand verpassen können. Das wäre doch nett. Oh, 6,93. Aber hier muss man jetzt eben auch sagen, so als kleiner Dreierkreuzer, ah ja, ein Brand, muss man ja schon froh sein. Da ist die G101 auf der Minimap aufgegangen und jetzt sehen wir sie auch. Und jetzt, mein Lieber, da lasse ich dich nicht nochmal raus. So, und... Jo, da haben wir die G101. So, wir sind aber tatsächlich deutlich hinten. Wir haben auch schon 6 Schiffe verloren, die anderen nur 4. Die haben jetzt auch 2 Caps, das heißt, ich muss jetzt sehen. Oh, gleich mal eindrehen. Ordentlich eindrehen. Oh, okay. Ich muss gleich mal sehen, dass ich hier irgendwie cappe. Deswegen fahre ich jetzt hier auch an diese Insel ran. Und werde gleich ganz hart nach Steuerbord einschlagen. So. Und mich jetzt Torpedos. Ja, warte, von der G101, ne, die gingen vorbei. Nein, ich werde mich jetzt hier direkt an die Insel ranlegen, um meine komplette Breitseite da zu schützen. Und wenn mir einer einen verpassen will, dann muss er auf den Bug schießen. Und das tut vielleicht nicht ganz so weh. So. Also jetzt hier wirklich ran an die Insel. So. Angelegt, alles gut. Und jetzt haben wir mal ein bisschen hier die Dügatra im Auge. Der scheint jetzt das Cappen verhindern zu wollen. Ich denke mal, der kann ja hier nur so reinfahren, dass er Breitseite zeigen muss.
Das macht also durchaus Sinn, jetzt einfach auf AP zu laden. Weil auch als Dreierkreuzer kann ich mit AP bei einem breitseitigen Viererkreuzer schon auch was anrichten. Mal gucken. Tja, nun heißt es hier Geduld beweisen. Durchcappen, das ist erstmal ganz, ganz wichtig. Weil wenn wir ein zweites Cap haben, haben wir noch eine Chance. Also ansonsten sieht das natürlich ganz übel aus. 6 gegen 8 und zurück. So, da ist die Dugatrin. Ja, und der kommt, wie schon erwartet, komplett breitseitig hier rein. So, Basis erobert, sehr schön. Und jetzt werden wir dem mal einfach einen mitgeben und aber auch ein bisschen rückwärts fahren, dass der uns nicht auch einen einschenken kann. Jo, da hat er ordentlich einen gekriegt. So, wollen wir mal gucken. Ja, dann gibt es schön einen auf die Zitadelle und das sind dann auch 3.500. Und jetzt hat er geinselt und das heißt, wir können wunderbar mit unseren vorderen Geschützen weiterwirken. Und dann gibt es noch einen auf die Zitadelle. So, und dann können wir weiterhin zurückfahren und können noch mit den vorderen Geschützen wirken. Ja, und da haben wir ihn. Basis ist auch nochmal verteidigt. Und da eine Dugatrin auch Torps hat, werden wir jetzt noch nicht gleich motiviert nach vorne fahren. Ah, da kommen sie auch schon. Ja, aber der hatte auch wirklich genau gegen die Insel getorbt. Also der hat tatsächlich genau in den weißen Korridor, der ihm angezeigt wurde, getorbt. Ohne nachzudenken, dass er dann vorne die Insel torpediert. Na gut, weil wir sind ja rückwärts gefahren. So, jetzt müssen wir bloß gucken. Es ist jetzt 6 gegen 6. Wir sind knapp hinten. Die anderen übernehmen jetzt gerade B. Ja, und oh, die Orion ist jetzt hier sehr nah dran. So, wieder umgeladen auf HE. Jetzt muss ich sehen, dass ich hier vielleicht diese Inselspitze gleich nutzen kann. So ein bisschen als Deckung. Dass ich da drüber schießen kann. Auch mal gucken. Joa, das funktioniert. Aber der fährt auch immer noch weiter nach vorne. Das heißt, jetzt wird er mich irgendwann gleich sehen. Ja. Da ist das auch schon soweit. So. Dann werden wir mal unsere Geschützanordnung dazu nutzen, den ein bisschen zu bespaßen. So. Oh, jetzt kommt da seine Salve in dem Moment, wo wir ausgegangen waren. Ah, das tut natürlich auch sofort weh. Aber wir hatten ihn in den Brand gesteckt. Das ist auch sehr schön. So. Wir versuchen jetzt wirklich diese kleine Inselvorsprung hier zu nutzen, fahren so, dass wir dahinter fahren und er muss immer weiter nach vorne fahren, damit er uns überhaupt nochmal zu Gesicht bekommt. So, da ist das leider schon wieder soweit. Ah, jetzt brennt er ein bisschen länger, weil er hat mit seiner Orion gelöscht. So, jetzt kommt die Salve, okay, also sofort rausdrehen und oh, das ging ja glimpflich ab. 950, das ist nicht weiter schlimm. So. Kaiser hat die Shenyang rausgenommen. Sehr schön. Jetzt ist es 6 gegen 5. So, Orion. Jetzt muss ich bloß langsam aufpassen, weil ich fahre so aus meinem Wirkungsbereich eigentlich raus. Oh, da ist noch einer. Ja, da müssen wir gleich mal gucken. Ah, da kommt wieder was. Also gleich wieder einlenken und noch ein Brand. So schön rausgerehen. Wunderbar. Und jetzt werden wir hier diese Insel einfach mal nutzen. Als Notstopp sozusagen. So. Die Nassau da in der Mitte. Der kriegt jetzt einen. So. Und hier können wir uns jetzt einfach mal so ein bisschen hinstellen. Weil die Nassau hätte uns jetzt sonst gespottet. Und die Orion hätte dann weiter schießen können. Und so kann uns die Nassau nicht spotten. Und weil wir aus der Erfassungsreichweite raus sind für die Orion, kann der uns jetzt nicht sehen. So, aber jetzt können wir nochmal ein bisschen weitermachen. Na, Nassau. Oh, der dreht komplett raus. Und na, bevor die Geschosse einschlagen, ist die Nassau raus. Ja, und da kommt es eben auch schon, aber das war glücklich. Da war ANG auf unserer Seite. So, und wieder eine Situation, wo ich jetzt sagen muss, finde ich nicht so schön, weil rückwärts fahren. Und man sieht ja auch, rückwärts mit 8 Knoten ist halt langsamer als vorwärts mit 20 Knoten. Aber ich muss ja irgendwie jetzt an diese Orion wieder ran und ja...
Da macht es Sinn, erstmal rückwärts zu fahren, um dann gleich wieder vorwärts zu fahren. Weil ansonsten andersrum ein Kreis fahren hätte wahrscheinlich länger gedauert. Wie auch immer, wir kommen an die Orion so nicht ran. Aber wir sind immer noch 6 und die anderen sind nur noch 4. Okay, wir sind 5. Die Langley hat unsere Kaiser rausgenommen. Und da laufen Torps in Richtung Orion. Na, kommen wir da überhaupt nochmal zu, den zu beschießen? Ja, jetzt hat er unsere Brände gelöscht, vermute ich mal, und hat jetzt Flooding. Und damit hat sich das Thema erledigt. Also, schön, dass wir gewendet haben. Das war dann wieder einer von dem Thema. Manchmal ist etwas auch umsonst. So, jetzt sind wir hier oben natürlich fernab von allem, was irgendwie beschossen werden kann. Das heißt, jetzt müssen wir sehen, dass wir irgendwie Richtung B kommen. Da draußen die Langley, der ist relativ sicher. Der ist ja wirklich gut verborgen. Unser Kaiser, der ist da vorne irgendwo auf der J-Linie. Was auch immer er da jetzt macht. Das ist mir ein echtes Rätsel, aber okay, wie auch immer. Wird schon seine Daseinsberechtigung haben. Jetzt ist also nur noch die Bugger-Tür und die Langley da. Na, wollen wir schauen, wie die aussehen, ob wir da vielleicht nochmal ein bisschen Schaden machen können. Obwohl das jetzt hier mit über 40.000 für so einen kleinen Dreierkreuzer gar nicht so verkehrt ist, finde ich. So, wollen wir sehen. Da kommt jetzt der Flugzeugträger mit den Bombern. Aber ich denke mal, der wird auf unsere Terrain gehen. Oh, die Bugger-Tür, da ist ja auch nicht mehr viel da. Nee, auf die Terrain braucht er nicht mehr zu gehen. Die ist jetzt raus. Aber die Miyogi hat jetzt die Bugger-Tür rausgeschossen. So, das heißt 4 gegen 1. Und jetzt ist die Frage, wo ist diese Langley? Kommen wir da überhaupt noch ran? Hat jetzt ein bisschen mehr was von Kaffeefahrt. Unsere Varjak hat ja auch schon ein bisschen gelitten, wenn man sich so anguckt, wie die Tarnung aussieht. Tja. Aber das ist nun mal im Gefecht so und sollte eigentlich auch so sein. Wenn man unbeschadet aus dem Gefecht rauskommt, hat man irgendwas falsch gemacht. Oder alles richtig. Je nachdem. Denn eine der Grundaussagen ist ja, versuch immer das schlechteste Ziel auf dem Schlachtfeld zu sein, dann wirst du nicht beschossen. Und wenn dir das gelingt, und zwar über die gesamte Zeit, dann hast du einen guten Job gemacht. Dann hast du auch echt gearbeitet. Und nicht irgendwo gestanden. Und schon gar nicht irgendwo out of range. So, da kommen Torpedoflieger. Und da ist die Langley. Okay. So, und die Torpedobomber. Da ist jetzt die Frage, fliegt der mich an? Weil mit 2 Torpedotreffern kann der mich auch rausnehmen. Also werde ich darauf auf jeden Fall reagieren und eindrehen. Immer auf die Torpedoflieger eindrehen, nie von denen wegdrehen. Immer hin zu den Torpedos, weil man dann eben durch die Torpedos durchfahren kann und sie nicht an sich vorbeilassen muss. Also das ist, man verkürzt einfach den Winkel. So. Bringt uns der Langley jetzt nicht näher, aber ne, der fliegt die Miyogi an. Das kann man jetzt auf der Minimap einfach auch sehr gut sehen. Sollte man auch immer auf der Minimap verfolgen. So, da laufen sie und nimmst den raus. Ne, nur 2 Treffer. Das sollte unsere Miyogi überleben. Naja, und jetzt haben wir dann auch gleich die 1000 Punkte erreicht. Schade, ich hätte diese Langley gerne nochmal so ein bisschen unter Feuer genommen. Aber gut, gewonnenes Gefecht will ich nicht nein zu sagen. Alles gut. So, dann schauen wir doch mal. Also, das waren 41.310 Schaden bei 72 Zieltreffern, 2 Ausfälle erzeugt, 2 Schiffe zerstört, 6 Brände gelegt, 2-mal die Zitadelle getroffen, 2-mal die Basis verteidigt und eine Basis erobert. Ja, in der Teamwertung, was hat uns das gebracht? Das bringt uns Platz 2 hinter unserer Langley, auch sehr schön. Tja, und wir haben die Düngertrain versenkt, die G101 versenkt, Orion 27.000 Schaden, Isokase 3.8 und Nassau getroffen. Haben wir sie, aber keinen Schaden gemacht. Ja,
Potenzieller Schaden, 500.000. Ich denke, das ist auch ganz okay. Dann schauen wir doch jetzt einfach mal, was passiert, wenn wir auf den Weiter ins Gefecht Button klicken. Denn das Gefecht jetzt hier ist tatsächlich auch das zweite Gefecht. Denn ich habe einfach mal auf Weiter geklickt, war einen Moment in der Warteschlange und dann kam das hier. Salomon Standardgefecht. Okay. Ein reines Dreier mit ein paar Zweiern dabei. Aber jeweils nur ein Schlachtschiff, dann vier Kreuzer und der Rest sind Zerstörer. Das ist, glaube ich, nichts Ungewöhnliches auf Tier 2, 3, dass man da haufenweise Zerstörer mit im Matchmaking hat. Ja, was man auch sieht, ich habe offensichtlich beim Premium-Verbrauchsmaterial nicht auf, ich sag mal, abonnieren geklickt, denn jetzt habe ich leider nur das einfache Schadensbekämpfungsteam drin. Das finde ich immer nicht so wirklich toll, weil das ist mir Premium doch durchaus wert. Also die paar Credits, die opfere ich gerne. Denn wenn man mal brennt und löschen muss, dann will ich einfach möglichst kurz darauf warten, dass ich wieder löschen kann. So, bei so vielen Zerstörern ist die Wahrscheinlichkeit, dass ein Teil hier durch die Mitte kommt, auf dieser Tierstufe relativ groß. Das heißt, wir werden jetzt einfach mal hier sehen, dass wir irgendwie diese Mitte mitverteidigen. In der Hoffnung, dass auch so ein, zwei Zerstörer vielleicht noch hier bleiben, um auch mit Torpedos zu helfen. Und dann, oh, was sehen wir da? Torps von der Vorrang. Ja, mein Lieber, wen willst du jetzt torpen? Mal ehrlich. Welcher Kreuzer oder das Schlachtschiff soll sich dahin teleportieren? Weil die Zerstörer lachen drüber. Also, wir sind ja hier im Low-Tier, werden wir dem gleich mal schreiben, dass er das nicht kann. Also, dass er keine Zerstörer torpen kann. Gleich mal in den Chat geschrieben. Wir wollen den Leuten ja helfen, ein bisschen besser zu werden. Und solche Fehler, das ist einfach ein Fehler. Ja. Kommt auch gleich die Frage, really? Und dann kommt, ja, I know that. Ja, super. Und dann stellt sich doch einfach die Frage, wenn ich das weiß, warum mache ich es denn dann? So, jetzt sind wir entdeckt. Oh, muss man wieder ein bisschen aufpassen. Bellerophon, der freut sich über ein Ziel. Also gleich rausdrehen. Weil da dürfte, ja, da kommt auch schon was. So, gleich ganz, ganz schmale Silhouette bilden. Jo, und dann geht das auch alles vorbei. Ja, sehr gut. So, ah, okay. Da war einer kurz. Die G101 kann man auf der Minimap sehen. Das ist ja ganz schön, wenn man die Minimap so einstellt, dass man das letzte Position mit Schiffsnamen dann auch hat. Dann weiß ich, was das war, weil ansonsten war das eben viel zu kurz. So, ich bin aber immer noch von dreien aufge... Ah ja, genau, da ist jetzt auch noch eine V25. So, dann wollen wir doch mal sehen. Oh, wow. Da hat mich diese Bellerophon tatsächlich noch getroffen. So, aber wir haben die V25 auch getroffen. So, und jetzt ist eben genau das. Durch den Ausfall einmal repariert. Ja, und jetzt brauchen wir halt anderthalb Minuten, bis wir reparieren können wieder. Naja. Gut, auf der Minimap sieht man, dass sich da eine ganze Menge jetzt hier vor uns hinter der Insel tummelt. Also vier Zerstörer und die St. Louis gegen die St. Louis und offensichtlich zwei Zerstörer. Na, oh, jetzt haben wir unsere G101 da verloren. Aber ich werde mal sehen, dass die hier nicht durch die Mitte fahren und einfach die Basis einnehmen. Weil viel einfacher kann man ein Standard-Match einfach nicht gewinnen. Denn der Rest unseres Teams, der macht sich da unten rum irgendwie auf dem Weg, auf der Zweierlinie. So. Ich werde hier mal hinpingen. Und um Unterstützung bitten, weil ganz alleine kann das hier auch eng werden. Das ist immer so eine Sache. Kommt immer darauf an, wie viele da kommen und wer. So, und jetzt fahre ich auf die Zerstörer zu.
Das heißt, es macht ja keinen Sinn, denen immer den Vorteil zu lassen und zu sagen, super, torp mich mal ruhig, weil ich bin ja weit genug weg von dir. Nö, ich fahre jetzt an den ran, um den aufzumachen. Und dabei verändere ich dann natürlich auch immer wieder die Position. So, da ist die V25 wieder. So, mein Lieber. Okay, dann wollen wir nochmal sehen. Oh, ein Brand. Aber ansonsten, oh, ein Treffer auf die Entfernung. Ah, das sind halt wirklich kleine Schiffe. Ja, und wieder nur ein Treffer. So, und dann werden wir uns gleich wieder rausdrehen, dass wenn der jetzt Torps abgeworfen haben sollte, wovon ich ja ausgehe. Ah, das sieht schon besser aus. Ausfall, zwei Treffer. Ja, da sind sie. Dass ich da auf gar keinen Fall reinfahre. So. Und da kommen nochmal welche. Aber auch den werden wir kommen können. So, hat scheinbar Last Stand. Tja, und da haben wir ihn aber richtig einverpassen können. Und da ist er raus. So. Jetzt haben wir hier vor uns die Tachibana. Da hinten die 101 ist raus. Das ist sehr gut. Tja, hier laufen jetzt auch wieder Torps irgendwo her. Also mal ehrlich, jetzt hier so von hinten auf diese Tachibana. Das ist so ein flaches Ziel. Da muss man wirklich ganz genau hinhalten. Ansonsten trifft man da auf gar keinen Fall. So. Ein Brand, das ist immer gut. Jo, und da ist er rausgenommen worden. So, wir haben inzwischen schon 4 Zerstörer verloren, die anderen erst 3. Aber auch das ist, glaube ich, völlig normal. So, da kommt jetzt die Vickes. Okay. So, und dann wollen wir doch mal sehen, dass wir auf der Seite helfen. Denn unsere Frau Ruang, der torbt schon wieder Richtung Vickes, aber er weiß ja, dass das nichts bringt. Das ist natürlich immer eine ganz große Aussage. Ja, ich weiß das. Und das nächste, was er macht, ist, er torpt schon wieder auf den Zerstörer. Na gut, egal. So, nee, gar nichts so. Alles zu kurz. So, und jetzt kriegen wir hier irgendwo von hinten, da von beiden Seiten. So, und da haben wir aber der Vickes ordentlich einen eingeschenkt. 4 Treffer und weg ist er. So, und damit sind wir auch nicht mehr gespottet und können uns hier auch entsprechend einfach mal rausdrehen. So. Ja, jetzt haben wir Gleichstand. Beide haben 4 Zerstörer verloren. Und da ist die St. Louis. Tja, und der hat einen Reichweitenvorteil. Also, da komme ich so nicht hin. Aber ich kann mit unserer St. Louis, der sieht ja auch noch sehr gut aus. Mach mal lieber. Was hältst du davon, wenn du eindrehst und wir den gemeinsam unter Feuer nehmen? So. Den mal hier nicht zu sehr beschneiden. So, jetzt sind wir an ihm vorbei. Sind wir doch schon mal ein bisschen schneller als das St. Louis. Das ist sehr gut. So, jetzt müssen wir bloß gucken, dass wir den da zu zweit rausnehmen. Den Arty Chief. Klingt jetzt auch mehr nach Panzer als nach Schiff. Soll mich aber nicht stören. Wenn er so schön breitseitig fährt, dann müsste ich ihn ja auch irgendwann mal treffen. Och, da hau ich ihm die Anti-Air raus. Das ist ja auch ein Scherz. Oh, da ist die 101. Der ist noch komplett voll. Na gut. Aber jetzt geht es erstmal darum, an der St. Louis dran zu bleiben. Wow, da gab es nochmal wieder einen von der Seite. Und auf der Minimap sehen wir, das ist die andere St. Louis. Interessiert mich aber gar nicht. Ich fahre jetzt hier einfach noch ein bisschen näher an die Insel ran, dass der mich nicht weiter beschießen kann. Und bleib an dieser St. Louis hier dran. Und ich kann auch jetzt nicht löschen, weil, ist ja klar, wenn ich jetzt nochmal von dem angesteckt werde, dann brenne ich 1,5 Minuten. Das kann ich nicht. So, den habe ich aber auch nochmal angesteckt. Jo, da haben wir ihn. Sehr gut. So, und jetzt können wir auch löschen. Weil jetzt sind wir nicht mehr entdeckt und jetzt kann uns die andere St. Louis da auch nicht mehr beschießen. Und jetzt werden wir sehen, dass wir hier die G101 angehen. So, das heißt also, ich werde jetzt erstmal die Insel hier als Schutz nutzen. Weil so viel ist ja an der Wajak jetzt auch nicht mehr dran. Oh, oh, oh. So, jetzt ist er verschwunden. Aber die St. Louis hätte ihn jetzt eigentlich noch spotten sollen.
Hat er genebelt oder ist er einfach nur zugegangen? Tja, entdeckt sind wir, ist ja auch klar. Aber beschossen werden können wir nicht. Also jedenfalls nicht von irgendeinem anderen außer der G101. So, jetzt fahre ich erstmal eine Zeit lang so in diese Richtung, dass der auf seinem Radar, sollte er mich aufschalten, genau sieht, wohin ich fahre. Und dann würde ich die Richtung wieder wechseln, aber ich bin nicht aufgeschaltet. So, jetzt nebelt er. Okay, so, da kommt das her, also schießen wir da einfach mal rein. Nein, das war nix. Zweiter Versuch. Nö. Ja, dann werden wir das jetzt auch einfach mal lassen. Weil je näher wir ihm jetzt kommen, umso eher ist nachher die Wahrscheinlichkeit gegeben, dass wir aufgemacht werden, auch wenn er im Nebel steht. Weil wir werden ja dann irgendwann mal zu nah dran sein, dass er uns auf jeden Fall sieht. Nö, wir nutzen jetzt seinen Nebel gegen ihn. Das heißt also, ich fahre da jetzt ran. Ich will die Entfernung zu ihm so weit verkürzen, dass wenn er aus dem Nebel rauskommt, er auf jeden Fall aufgeht und auf jeden Fall aufbleibt. So, da, okay. So, ja, dann schieße ich da jetzt einfach mal rein. So, und jetzt bin ich eben auch entdeckt, weil ich eben 4,5 Kilometer dran bin. Der sieht nicht. So, aber das darf er gerne. Solange er mich jetzt nicht aufschaltet, habe ich kein Problem damit. So, oh ja, Breitseite, na komm, noch ein Treffer, ja. Und nochmal, komm. Zwei Treffer. Aber viel ist nicht mehr dran an der G101. Und das jetzt hier reicht und raus ist sie. So, und die Torps laufen in Richtung unser St. Louis. Ja. Und was sehen wir? 6 gegen 6. Es ist immer noch gleich. Also mit anderen Worten, hier ist noch überhaupt nichts entschieden. Das wird auch eine ganz knappe Sache, denke ich mal, weil unsere St. Louis, der geht es nicht mehr gut. 1800 ist ja nicht mehr viel. 6000 bei der Wajak, naja, ist jetzt auch nicht so wahnsinnig viel. Und jetzt ist die Frage, was machen wir? Also, wenn ich mal davon ausgehe, dass hier jetzt ja nichts mehr ist, und davon kann man ausgehen, weil auf der Minimap kann man eben schon sehen, dass die Hauptflotte drüben irgendwo auf der Zweier-Dreier-Linie ist. Deswegen können wir jetzt einfach mal sagen, wir fahren Richtung Cap. Warum soll es uns nicht gelingen, dieses Cap zu sichern? So, jetzt hat unsere Dresden die V25 rausgenommen. Das ist sehr schön. Jetzt sind wir vorne und es ist 6 gegen 5. Wäre natürlich jetzt noch wunderschön, es käme mir noch irgendeiner entgegen, dass ich wenigstens einen Kraken noch schaffe. Das wäre ein Traum. Im zweiten Match mit der Wajak gleich einen Kraken. Aber wir sind nicht bei Wünsch dir was. Und die Bellerophon, der kommt hier auch näher. Das sieht man auf der Minimap. Denn der wird offensichtlich gespottet jetzt von der Kawachi, die da durch die Mitte fährt. Warum auch immer der jetzt Breitseite zur Bellerophon zeigt. Junge, da musst du eindrehen. Du darfst da nicht so weit der Breitseite zeigen. Ist mir klar, der will jetzt hinter der Insel durch, aber wow. Nicht auf dem Kurs. Oh, wir dürfen unser Schlachtschiff nicht verlieren. Jetzt bin ich entdeckt. Okay, das heißt jetzt entweder hier ist ein Zerstörer, was eigentlich überhaupt keinen Sinn macht. Oder hier steht irgendeiner AFK. So, wir werden mal ein bisschen näher dahin fahren, wo die sonst starten. Also, mal gucken, ob wir diesen Spawnpunkt finden. So, da machen wir die Kolberg auf. Ja. So, Kolberg, AFK. Ja, jetzt haben wir unsere St. Louis verloren. Bellerophon hat ihn gerade rausgeschossen. Das war ja absehbar, das war nur noch eine Salve und dann war der weg. Tja, das heißt also, wir sind hinten und wir versuchen natürlich jetzt nicht nur den Kraken zu bekommen, sondern vor allen Dingen auch die Kolberg einfach rauszunehmen, damit wir die Punkte bekommen.
Denn jedes rausgeschossene Schiff bringt nur mal Punkte. So, Bellerophon ist schon in Reichweite. Gleich eindrehen. Oh, wow. Und natürlich trifft er auch. Tja, jetzt sind es nur noch 3-5, die wir hier mitbringen. Da kann ich nur hoffen, dass jetzt diese Kawachi da, der Bellerophon, mal richtig einen verpasst. Denn der fährt ja breitseitig zu dem anderen Schlachtschiff. So, ja, schön. Nein, die Kawachi schießt mit auf die Kolberg. Oh Mann. Kawachi, stell dich doch jetzt so hin, dass du der Bellerophon ordentlich einen verpassen kannst. Das ist doch viel sinnvoller, als jetzt mit auf die Kolberg zu schießen. Weil für den ist die Kolberg ja ein so schmales Ziel, dass der kann das fast gar nicht treffen. Und die Bellerophon fährt da breitseitig vor ihm lang und er beschießt ihn nicht. So, der Brand, den kann er natürlich nicht löschen, weil er ist AFK. So, da haben wir ihn und da haben wir auch die Krake. So, und jetzt müssen wir einfach sehen, dass wir hier in dieser Verborgenheit bleiben. Wir sind vorne, wir sind 5 gegen 3. Ja, aber unsere Kawachi, der, also, wir sind halt Lothier, man merkt es. Der fährt da breitseitig weiter zu Bellerophon, ja, und jetzt hat es ihn auch erledigt und zerrissen. Und jetzt sind wir wieder hinten, weil plötzlich sind wir 3 gegen 3, weil wir gerade 2 Schiffe verloren haben. Oh, das heißt jetzt, ich muss da ran. Mit 3500 HP mit dem Kreuzer gegen ein 6700er Schlachtschiff. Okay. Ja. Good job watching me die, Didi. Ja. Thanks for nothing. Ja, das ist das. Was soll ich dazu sagen? Wenn man mit einem. Naja, ich sag dazu gar nichts. So, Bellerophon. Jetzt müssen wir schauen, dass wir in Bewegung bleiben. Den möglichst anstecken. Ja, da brennt er auch schon. So, 1700. Und er hat gelöscht. Hat sofort gelöscht. Okay, das ist natürlich jetzt perfekt. So, da kommt seine Salve. Da müssen wir sofort rausdrehen. Da spielt es jetzt auch erstmal keine Rolle, ob wir schießen können oder nicht. Ja, natürlich trifft er auch nochmal. So, jetzt haben wir noch 101 Punkt. Oh, 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 oh. So, aber komm, einmal anstecken. Dann darf er mich auch rausnehmen. Weil dann brennt er auch runter. Ich muss ihn jetzt nur einmal treffen. Und dann muss er brennen. So, dann kommt der nächste. Gleich wieder drehen. Auf ING hoffen. Ja, zu kurz. Sehr gut. So, der fährt aber auch wirklich gut. Also der fährt deutlich besser als unsere Kawachi. Denn der fährt jetzt auch nicht geradeaus, sondern der fährt schon auch in Schlangenlinie, wie man sehen kann. So, seine nächste Salve. Und gleich wieder drauf achten. Wo kommt die? Rausdrehen. Jau, Glück gehabt. So. Und so langsam haben wir ihn auch ohne Brand da, wo wir ihn haben wollen. So. Jetzt drehen wir mal nicht ein, sondern fahren wir einfach geradeaus. Und jetzt hat der auch nur noch... Ja, jetzt hat er ausgelebt. So, das war jetzt Kill Nummer 6. Und jetzt ist die Frage, was machen wir? Wir sind vorne. 3 gegen 2. Tja, und wir haben nur noch 101 Punkt. Also ich denke mal... Wir haben ja das Problem, dass hier jetzt keiner spottet. Man sieht auf der Minimap, die Dresden war da irgendwo auf der 1er-Linie. Unsere V25 war auf der 3er-Linie und bei uns ist hier keiner. Also insofern kann ich jetzt eigentlich nur darauf hoffen, dass diese St. Louis, die ich da im Cap als Geisterschiff sehe, nicht weiter geradeaus gefahren ist, sondern sich jetzt da unseren Verbündeten auf der anderen Seite annimmt. Ich weiß es aber nicht. Ich sehe es ja nicht. Und das Problem wird sein, dass wir beide mehr oder weniger denselben Tarnwert haben. Das heißt also, ich werde jetzt einfach mal versuchen, hier irgendwie wieder zurück zu unserer eigenen Basis zu kommen. Nicht, dass die gegnerische, was ist das, eine Derski, darüber fährt und dann unsere Basis capt. Dass ich da wenigstens die Chance habe, das noch einmal zurückzusetzen. Da ist die St. Louis. Okay. So, ja, nun hat er mich auch aufgemacht. Ah, das ist, ja, bei den ganzen Geschossen, die St. Louis da jetzt gleich raushauen wird, ist ein Überleben fast nicht möglich. So,
So, kommt die erste Salve. Ja, die geht noch vorbei. Na, treffen wir nochmal. Ja, da kommt das Ende. Nee, doch noch nicht. Ging auch vorbei. Aber da kommt jetzt, na, einer. Ja. Ah, da hat er uns. So, jetzt ist wieder Gleichstand. Und dann werden wir unseren Verbündeten gleich mal sagen, dass sie cappen sollen. Weil in dem Moment kommen wir natürlich jetzt auch in Front, weil in dem Moment, wo jetzt einer ins Cap reinfährt, stoppen die Punkte bei dem Gegner. Und das sieht man ja auch. Wir müssten noch nicht mal durchcappen. Können wir auch gar nicht. Sind nur noch 30 Sekunden zu spielen. Aber es geht jetzt auch nur noch darum, dass wir nach Punkten gewinnen. Und da darf die die V25 auf gar keinen Fall schießen. So. Ja, alles gut. Und gleich ist es vorbei. Und da ist die Zeit abgelaufen. Perfekt. So, das waren jetzt 46.343 Schadenspunkte bei 90 Zieltreffern, 6 Ausfälle erzeugt, 6 Schiffe versenkt, 7 Brände gelegt. Und dafür haben wir dann tatsächlich im zweiten Gefecht auch die Krake freilassen können und dafür die Auszeichnung bekommen. Das war doch sehr schön. Ja, konnte man also mal ganz gut erkennen und ganz gut sehen, was man mit diesem von Wargaming hier geschenkten Schiff so machen kann. Denke ich jedenfalls, dass man das ganz gut sehen konnte. Schauen wir nochmal in die Teamwertung. Oh ja, und dann sind wir diesmal auf dem ersten Platz mit 1151 Basiserfahrung. Gut, es gibt natürlich nicht allzu viel hier auf dem Tierniveau. Wir haben die Kolberg versenkt, die V25 versenkt, die Bellerophon versenkt, die G101 versenkt, die St. Louis versenkt und die Vickis versenkt. Dann haben wir den anderen St. Louis noch 3.500 abgenommen und der Tatibana auch noch 1.500. So, potenzieller Schaden 627.000, auch okay. Ja, also alles gut eigentlich. Ich fand es jetzt ganz interessant, das einfach mal zu sehen, was man mit diesem Premium-Schiff so machen kann. Wenn dir das auch gefallen hat, was du gesehen hast, gib dem Video doch einen Daumen hoch, abonniere den Kanal, wenn du es noch nicht getan hast. Du kannst das Video auch sehr gerne bei Facebook teilen, kannst auch sehr gerne meine Facebook-Seite liken. Alles im unteren Bereich in der Beschreibung. Auch ein Link zum Twitch-Kanal. Auch da kannst du sehr gerne auf Abo klicken. Ja, und dann freue ich mich aufs nächste Mal.